Fahren wir in die Mitte rein. Offstream, nee. Taxist. Offstream. Bevor ich mit dem Stream angefangen habe, natürlich schon, ne? Da, also ich habe meine 60.000 Games schon vorher gespielt und so. Ja, bevor ich halt vor anderthalb Jahren angefangen habe zu streamen, natürlich habe ich immer ohne Stream gespielt, ist klar. Aber sonst eigentlich gar nicht mehr. Also ich mache eigentlich alles ohne Stream jetzt. Ich fahre gar nicht mehr auf Stream. Also wenn ich spiele, dann ist der Stream an. Das heißt, alles was ihr seht quasi ist Live-Progress und ja, ich habe auch keine Lust da ohne Stream zu spielen, ganz ehrlich. Es macht mir eigentlich fast nur noch Spaß mit Stream. Euch daran teilhaben zu lassen. Ja, die Lowground-Regel ist eigentlich auch eine Regel. Ja, wir können schon mal einen Special-Stream machen, aber das wird eher so ein... Ich habe gedacht, eine Richtung Low-Tier-Stream wird das werden. Wahrscheinlich mal so Low-Tier-Special oder sowas will ich machen. Und auch mal wieder Panzerwünsche. Beide Dinge. Alter, er hier. Er schiebt sich rüber. Das machst du nicht. Das machst du nicht mit der Me-50. Er darf sich da jetzt durchschieben, ohne dass er beschossen wird, ja. Keinen anständigen TD hier. Keiner, der da drauf wirkt. Hat. Ist er kassiert. Nice. Ja, dann darf er das halt. Jetzt wird er nochmal von der AT gehittet. Nicht aufgegangen. Das ist gut. Er fährt weg, weil er gespottet wurde. Gut. Nochmal. Jetzt spottet er mich. Jetzt ist er stehen geblieben, hat sein Scherenfernrohr da eingeschaltet. Chrysler 4 aimt mich höchstwahrscheinlich ab. Ich krieg hier bald ein Problem. Wenn er da oben durchrollen darf. Die dürfen da durch. Das ist mein Reload zu lang. Ich muss mich hier schon bald verpissen. Ja, so spätestens jetzt sollte ich wegfahren. Weil dann steht ihr irgendwann hinter mir. Das ist eher uncool. Jetzt kann ich noch wegfahren. Wir sind leider gespottet. Ist nicht so schön. Die Hackett, die scheint sich auch nicht so dafür zu interessieren, was da auf der Minimap abgeht. Aber okay. Wieder der E50, der könnte noch zum Problem werden, der E50, weil der macht uns auf auch, ne? Da kommt wieder der Kasper hier. Kommen wir sogar ran, wenn wir uns ein bisschen davor schieben. Jawohl, 400. Der geht raus. Jetzt muss noch der E50M sterben, dann wäre wieder einer weg. Ich glaube, diese Hellcat merkt, was um sie rum geschieht. Schade, den hätte ich gerne Oh, shit, Uni. Gut. Sollen wir den Assist bekommen? Sollen wir da noch, solange die nicht rüberkommen? Ich denke, die Super Hellcat schiebt sich gleich komplett rüber. Hier ist noch eine. Ja, die spielen ja noch safe, ne? Das ist noch nicht entschieden. Die 50 wäre gut, wenn der rausgehen könnte. Da kommt jetzt ein Udes. Er ist getrackt.
Ich schieße unten durch, das ist ärgerlich. Bleibt wieder ein HP auf ihm stehen. Jetzt ist er down, da ist schon die Hellcat jetzt. Aufpassen, dass der T30, das ist der Skoda von hinten. Der tut genauso weh wie der T30 von vorne. Treffer, aber kein Durchschlag. Schöner Roll, 460, das ist der bald One-Shot. Game sieht aber noch nicht gut aus. Nur noch einiges erreichen hier in der Runde. Am besten wäre es halt, wenn der E50 erstmal platzt. Okay, jetzt sieht es schon wieder gut aus. Also die haben viele, viele One-Shots. Game ist halt noch echt gewinnbar. Unser Team hält sich noch gut. Ich gehe wieder hier hoch, da. Kommt der nächste Kunde. Und wenn er fährt, macht er mich normalerweise nicht auf. Ja. Wenn er fährt, hat er kein Scherenfernrohr an. E50 ist raus, das war einer meiner Bedenken. E50 ist down. Da kommen wir dran, wenn er nochmal fährt. Also wir spielen hier für eine dritte Gunmark. Das muss jetzt reichen. Wir wollen das gewinnen, wir wollen Damage. Wir wollen eine dritte Gunmark. Ich schaue dann auch gerne wieder in den Chat, wenn ich die Runde mit Erfolg abgeschlossen habe. Im Moment sieht es noch nicht so gut aus. Es ist T30 macht mir noch richtig Sorgen. Oh, jetzt wieder von oben. Ja, hier. Ah, shit, der Skoda hätte platzen sollen. Ist aber leider, habe ich ein bisschen verpasst da oben. Ist aber leider noch am Leben. Wieder den T30, da kommen wir ran. Da kommen wir ran. Jetzt ist er One-Shot. Jetzt ist er auch One-Shot. Und sehr viele One-Shots. Und wenn er jetzt nochmal vorfährt, bouncen wir natürlich. Nächster Schuss ist Gold, nur damit ich ihn wirklich da sicher durchschießen kann. Das ist einfach ein Goldschuss, um ihn wegzumachen, da seitlich durch den Turm. Okay. Passt. Und hier kommt ein Heavy, da kommen wir auch ran. Seitlich durch den Turm. 470. Hm, solange er da stehen bleibt, geht noch einer. 409. Mann, Mann, Mann. Ich muss hier echt den Damage rausknöppeln. Er bleibt immer noch dort stehen. Er versucht mich zu blinden. Danke. 5900 Damage. Also die dritte Gunmark rückt immer näher, rückt immer näher. Game wird auch eher jetzt schon gewonnen. Ich möchte auch jetzt bald mich mal anders hinstellen, wo ich an den Chrysler besser rankomme. Zum Beispiel eventuell so. Okay, der war schlecht geaimt. Skoda ist down. Okay. Unser Team gewinnt das. Sagst, Takist. Kennst dich aus mit dritten Gunmarks. Oh. Stimmt. Ich mach mal wieder Viewer-Platoons den ganzen Tag, Läuber, und dann kannst du gerne mitfahren, okay? Ich mach mal demnächst, also erinnerte mich gerne auch nochmal dran und sagt mir das nochmal, dass ich das mal machen soll. Demnächst mal Viewer-Platoons, dann mache ich ein Low-Tier-Special und dann mache ich Panzerwünsche. Alle drei Dinger sind eigentlich bei mir jetzt schon auf dem Plan. Und dann möchte ich auch mehr Leuten die Möglichkeit geben, da mitzufahren. Hat er da so viel Schrott hier davor? Nach. Er geht wieder safe.
Ah, das wird ein schönes drittes Gunmark-Game. Das kann sich sehen lassen. Das kann sich sehen lassen. Wollen wir noch Waffenbrüder mit dem hier auch noch holen? Nee, Panzer 2J nicht nur. Load hier halt komplett allgemein, kreuz und quer. Gut, haben wir gewonnen. Und Chat, dritte Gunmarks. Jojiro, spielst du keine Clan Wars oder mit deinen Clan-Kollegen? Nö. Nein, im Moment nicht. Kurz und knackig, nein. Ja. Erstes Game heute. Das habe ich mir für euch aufgehoben. Da habe ich mir die dritte Gunmark von gestern noch aufgehoben. 6500 plus 1400 gespottet. Fast 8000 combined. Aber im 7er Top-Tier-Match. Und 138.000 plus gemacht. Also, dieser Panzer ist so stark. Ohne Witz, mein Fazit zu dem Panzer. Gehört eigentlich in jede Garage.